Sie haben vor 2 Jahren auf dem Local Branding Day die Gleichung aufgestellt, Marke plus Vertrieb ist gleich Erfolg. Wie würden Sie jetzt 2 Jahre später dieses Statement beurteilen? Also das Statement ist immer noch richtig. Marke und Vertrieb müssen zusammenspielen, um den Geschäftserfolg auszumachen. Wir sind sicher heute eine Stufe weiter, auch im Denken und in den Mechanismen dazu, dass das funktionieren kann. Trivial ist es nicht. Wir leben in einer komplexen Welt. Von daher ist es eine große Herausforderung, die beiden Disziplinen zusammenzubringen. Aber wenn das nicht gelingt, dann glaube ich, werden die, egal die Marken welcher Couleur, Schwierigkeiten haben, egal ob groß, ob klein, sich langfristig so durchzusetzen. Und Sie beschäftigen sich ja aktuell sehr mit dem Thema auch der idealen Markenführung für Verbundgruppen im ZGV, dem Zentralverbund Deutscher Verbundgruppen. Welche Rolle kann denn Local Branding dabei spielen? Also ich glaube, dass Local Branding, verstanden als Markenführung aus dem lokalen Umfeld heraus, eine große Rolle spielt und die Verbünde dabei die Klammer bilden müssen. Nicht nur als Einkaufsverbund, sondern eben auch als Marketingverbund. Warum? Weil die kleinen Unternehmer über das normale Geschäftsgebaren eines selbstständigen Unternehmers heraus nicht gelernt haben, wie man sich professionell aggressiv vermarktet. Und ich glaube, dass hier der Verbund eine Klammer bilden kann, Unterstützung geben kann, dass man auch verbraucherseitig feststellt, Mensch, da ist jemand, der ist bei mir vor Ort, den mag ich, den kenne ich vielleicht auch und der bietet mir aber was mir große Marken auch bieten und darüber hinaus sogar noch etwas mehr, was ich bei den großen Anbietern nicht bekomme. Die aktuelle Werteentwicklung in unserem Land, so soziales Engagement, Arbeitsplatzsicherung etc., inwiefern spielt denn das eigentlich der Thematik Local Content den Ball zu? Also es ist eine Facette, eine mögliche Facette, lokale Vernetzung zu spielen. Es ist ja immer die Frage, was biete ich aus meinem kleinen Unternehmen für mein lokales Umfeld heraus? Und das kann in den Produkten liegen, das kann in einer hervorragenden Serviceleistung liegen, das kann aber auch in eher emotionalen Aspekten liegen und die stehen und fallen mit der Vernetzung der Menschen vor Ort. Und ein gegenseitiges Engagement für die Region ist halt schon mal ein richtiges Zeichen, dass man sich mit der Region identifiziert, etwas für sie tun will, dafür auch etwas zurückbekommt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor bei dem Spiel und da kommt es auch sehr glaubwürdig rüber. Sponsoring ansonsten kann ja jeder machen, aber die Frage ist, ist es glaubwürdig, passend für denjenigen, der dort vor Ort was anbietet? Wunderbar, dann vielen Dank fürs Interview.